Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Betweenlands. Mein Name ist Klim und ihr seht schon, ich bin vielleicht ein bisschen besser equipped als im letzten Video. Ich muss euch eine kleine Story erzählen. Also ich bin gestern im Stream erstmal farmen gegangen und zwar unterirdisch und hab da, ist mein Günther noch da? Günther ist noch da. Und hab sehr viel erstmal Sachen bekommen. Sehr viel an Sachen. Wir haben unsere Ingots bekommen. Wir haben noch andere Ingots bekommen. Ein bisschen Sulfur habe ich gefarmt und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich eine ganze Menge gefarmt einfach. Das kann man schon sagen. Und beim Farmen habe ich dann auch noch andere Materialien gefunden. Und zwar Valenite. Das ist quasi das Diamant der Betweenlands. Und davon habe ich mir auch direkt eine fette Rüstung gemacht. Und diese Rüstung habe ich dann auch noch verbessert mit sogenannten Gems bzw. Edelsteinen. Und die findet man einfach als Gem-Ohr in der Oberwelt. Also wenn man ein bisschen Glück hat und ein bisschen rumrennt, dann findet man sogenanntes Gem-Ohr in Flüssen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es das auch in Nicht-Flüssen gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es dieses Gem-Ohr halt entsprechend in solchen Flüssen am Boden des Flusses, am Grund des Flusses gibt. Ich habe jetzt gerade vielleicht gehofft, dass man hier eins findet oder so. Aber es ist wahrscheinlich so unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier irgendwie ein Gem-Ohr finden, dass wir hier wahrscheinlich kein Gem-Ohr finden, weil ich bin gestern, ich glaube, irgendwie 2 Stunden rumgerannt oder so, oder eine, und habe nur ein Gem-Ohr gefunden. Und dann irgendwann später hatte ich halt Glück und habe mehrere gefunden, aber erstmal hatten wir sehr viel Pech. Man muss halt ein bisschen Glück haben und dann hier in diese Flüsse gucken und dann findet man, wenn man Glück hat, ein paar dieser Ohrs. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr von diesen Ohrs farmen, weil ich glaube, das wird in Zukunft auch noch sehr wichtig werden, dass wir das haben. Was ist mit dem Baum da? Warum sind denn da so viele... okay. Ich glaube, diese Comment Blocks hier sind für rechts diese Seite, für hier Vampire und Vampire Kills. Keine Ahnung, warum die hier so offen drin stehen einfach. Ich glaube, Spark und Noah haben das hier so gemacht, weil Spark und Noah haben sich genau darum gekümmert. Ist ja auch egal, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass ich euch einfach nur kurz zeigen wollte, wo diese Dinger entsprechend zu finden sind. Hey. Ja, mittlerweile habe ich aber noch ganz gute Rüstung. Das heißt, ich habe in den Betweenlands nicht mehr so viel Schiss, weil ich eben meine Rüstung mit diesen entsprechenden Gems verstärkt habe. Es gibt verschiedene Gems, rote, grüne und blaue. Rote, grüne und blaue? Blaue, rote und... Doch, blaue, rote, grüne und blaue, das ist schon richtig. Und die geben halt verschiedene Effekte. Die blauen weiß ich noch nicht, da habe ich noch keinen von gefunden bis jetzt. Aber die roten und grünen, die roten geben halt mehr Angriffsstärke und die grünen geben dir halt Leben wieder zurück, wenn du angreifst. Also das ist eigentlich tatsächlich eine ganz gute Sache. Also Daumen hoch von mir dafür schon mal. Aber um jetzt mal zu den weiteren Punkten zu kommen, die wir so gemacht haben. Jetzt bin ich ins Wasser gefallen, das ist natürlich sehr praktisch. Die wir hier so, gemacht haben in Betweenlands. Wir haben ein bisschen unsere Klasse aufgelevelt. Wir sind Vampirjäger und wir sind jetzt Stufe 4. Man sieht es über meinem normalen Level jetzt gerade nicht so gut, weil wir irgendwas im Untergrund stehen, aber ja, so sieht man das. Stufe 4 sind wir. Und wenn wir auf P drücken, dann sehen wir unsere Skillpunkte. Die habe ich schon vergeben. Und zwar haben wir das hier geskillt und das hier geskillt. Das heißt im Prinzip nur, dass ich schneller angreife. Das heißt, dass ich Vampire mit einer Stake besser töten kann. Und das hier lässt mich teilweise unsichtbar werden, wenn ich diese Fähigkeit aktiviere. Und ihr seht schon, ich bin jetzt im Unsichtbarkeitsmodus. Und jetzt sollte ich eigentlich nicht mehr so oft gesehen werden. Aber anscheinend juckt das in den Betweenlands hier gar keinen. Das Problem ist, ich kann, während ich im Unsichtbarkeitsmodus bin, nicht angreifen. Das heißt, jetzt habe ich direkt schon gelernt, in den Betweenlands sollte man das eher nicht benutzen. Okay. Ja, dann habe ich hier noch einen zweiten Ofen gemacht und hier in dem zweiten Ofen kann ich jetzt unter anderem das hier herstellen. Die Bonsai-Pots, die brauche ich auch. Ich möchte jetzt gleich noch hingehen und ein bisschen Eisen farmen, aber mit den Bonsai-Pots, da kann ich jetzt Bäume drauf anpflanzen. Habe ich sogar einen Oak-Sapling, dann packen wir den doch mal hier drauf. Vorher brauchen wir noch Erde dafür. Gut, Erde habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ist ja auch egal, darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht gar nicht um die Pots. Es geht jetzt vielmehr darum, dass wir weitermachen mit dem Vampir-Gedöns. Und dafür brauchen wir das Teil hier. Den Hunter Research Table, weil bis Level 5 kann man relativ easy aufleveln, danach aber nicht mehr. Danach wird es ein bisschen tricky situation und dafür brauchen wir Knoblauch. Und Knoblauch findet man nur relativ nervig. Wir könnten auch den von Early Boy benutzen und Early Boy hat auch Knoblauch. Und deswegen klaue ich dem Early Boy jetzt mal einen Knoblauch. Hat er auch noch eine Erde? Sehr geil, ich nehme hier auch nochmal direkt 2 Erde von Early Boy. Early Boy auf jeden Fall Ehrenmann, Dankeschön dafür. Denn wir werden jetzt diesen Knoblauch erstmal vervielfältigen. Erstmal Anfang der Folge erstmal Early Boy beklauen. Wo sind meine Äpfel? Ich glaube, ich habe keine Äpfel mehr. Das ist natürlich ein bisschen bitter. So, hier kann man dann mal eben sein Garlic vermehren. Und jetzt haben wir mehrere davon. Das Ding ist, Garlic findet man eigentlich nur super selten. Deswegen bin ich froh, dass ich mir das gerade von Early Boy stibitzen konnte. Aber wenn man es einmal hat, dann kann man es halt vervielfältigen. Und dann ist easy. Garlic ist halt Knoblauch, ne? Für alle, die jetzt nicht wussten, was Garlic heißt. Garlic gleich Knoblauch.
Und das werden wir natürlich auch in den Between-Lands anpflanzen. Zumindest werde ich das tun. Und das finde ich halt großartig. So, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Garlic. Gar nicht so viel eigentlich. Machen wir jetzt trotzdem nochmal ein bisschen mehr. So. Ich glaube, ich brauche meinen Bone Meal mal einfach auf. Wobei, das ist halt auch bescheuert. Nö. Ich glaube, das hier reicht schon an Garlic. Und für die Leute, die noch Garlic brauchen, kann ich hier eins hier lassen. Dann kann jeder, der Garlic braucht, sich hier einfach eins gönnen. Ich habe auch mal das ganze Sugarcane abgebaut, weil ich, ja, brauche Sugarcane. So. Aber gut, jetzt haben wir eigentlich alles, um diesen Hunter Research Table zu bauen. Das ging jetzt echt flotter als gedacht. Ich brauche noch ein bisschen Erde und ich brauche theoretisch noch ein ganz klein bisschen Eisen. Das ist halt, glaube ich, auch noch mein Problem, dass ich halt 0,0 Eisen habe. Ich überlege hier gerade echt einfach mal, mich in den Boden zu graben und ein bisschen nach Eisen zu suchen. Ich brauche nicht viel. Wie gesagt, ein bisschen reicht schon aus. Aber ich brauche halt auch wirklich ein bisschen. So, ich glaube, ich buddel mich tatsächlich mal einfach hier rein. Ah, sehr nice. Und Eisen. Cool. Lol. Instant mehr Eisen. Okay. So, wir sind wieder zurück in Between Lands und da möchte ich euch direkt mal was zeigen. Das Tote, was ich hier in der Hand halte, können wir benutzen, um... Oh, seht ihr das um mich rum? Oh, oh, pfump. Aha. Um uns zu diesem Stein zurück zu teleportieren. Das ist unser Homestone. Das Totem ist wirklich mega geil und ich freue mich richtig, dass ich das gefunden habe. Überall, also von überall in den Between Lands kann ich mich hier zurückporten. Und das ist halt wirklich, finde ich einfach nur mega OP. Tatsächlich schon fast. In der Overworld geht es leider nicht. Aber so, jetzt haben wir ganz viel gemacht. Einmal haben wir was geholt, was mir jetzt sehr viel helfen wird, glaube ich einfach. Aber ich muss vorher noch eine Kiste machen, weil meine Kisten sind halt voll wie Dulli. Das ist natürlich jetzt nicht der Plan. Na, erstmal noch eine weitere Kiste machen. So, die kann ich mal hier, zack, und da kann ich jetzt gleich das hier draufsetzen. Ich brauche tatsächlich noch eine Kiste, um zu machen, was ich machen will. Naja, und Eisen brauche ich blöderweise auch, aber Gott sei Dank habe ich Eisen. Das muss ich aber noch einschmelzen. So, dann können wir vielleicht mal den Hunter-Table angehen. Sehr, sehr nice Sache auf jeden Fall. Den Hunter-Table. Dafür brauchen wir ein paar Planks, wir brauchen ein Buch, wir brauchen Garlic und wir brauchen Vampire-Fang. Ich habe, glaube ich, irgendwo ein Leder. 5 Leder sogar. Das reicht für mindestens ein Buch. Das reicht sogar für mehr als ein Buch, aber ich will jetzt nicht auf Klugscheißer machen. So, das hier können wir hier reintun. Wir können uns hier ein Leder rausnecken. Ich habe ja gerade, ja, mehr als genug, glaube ich, davon gesammelt. Und dann machen wir uns mal ganz schnell ein Buch. Dann brauchen wir nur noch Holz. Haben wir auch genug. Das heißt, wir können uns theoretisch jetzt also den Table machen, oder? So und so. Sehr gut. Wir haben den Vampire Research Table. Und mit diesem Research Table können wir jetzt das Ritual machen. Ein Buch. Oder brauche ich ein anderes Buch? Missing One of Book. Also ein ganz normales Buch, oder was? Ja, das können wir ja auch machen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Let's machen ein normales Buch. Haben wir Leder? Wir haben Leder. Let's do it, würde ich sagen. Zack, dann brauchen wir ein normales Buch. 10 Vampire Fangs. Wir haben Gott sei Dank sehr viel. Und ein Vampire Book, das ist das hier, gell? Ja, dann let's go. Okay, wir haben jetzt sehr viel ausgegeben, aber wir haben jetzt das Hunter Intel für Level 5. Und mit diesem Hunter Intel können wir uns jetzt aufleveln. Das wird spannend. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt gleich. Wir brauchen aber auch noch Eisen. 5 Stück mindestens, um weiterzumachen. Aber ich möchte jetzt erstmal, bevor ich mein Vampir-Level auf Stufe 5 bringe, möchte ich jetzt erstmal hier weitermachen. Mit diesem Hopper. Und dann kann ich den Bonsai-Pot in den Hopper zusammencraften. Habe einen Hopper-Bonsai-Pot. Den packe ich jetzt hier drauf. Darauf packe ich dann entsprechend Erde, die ich mir natürlich auch jetzt mitgebracht habe. Clever, wie ich bin. Die habe ich von Erdüber geklaut. Und die können wir jetzt hier drauflegen. Zack. Und darauf können wir jetzt, was wir eben schon versucht haben, was nicht ging, aber darauf können wir jetzt den Sapling packen. Und wo ist denn der Sapling? Sag mal, hier ist der Oak Sapling. Den packen wir jetzt hier drauf. Und ihr werdet sehen, guck mal, da wächst jetzt gerade ein Oakbaum. Hui, und sobald er fertig gewachsen ist, kriegen wir hier den Loot davon. Das ist auf jeden Fall eine sehr nice Sache. So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz... Und die Dinge habe ich auch gefunden, ist Walkways. Die werde ich hier überall benutzen. Zumindest hier, um mein Grundstück zu verbauen. Und mein Grund, wir werden natürlich auch noch ein vernünftiges Haus bauen. Wir werden nicht in einem Baum wohnen bleiben, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird auch sehr, sehr cool, aber das wird alles noch ein bisschen Zeit kosten, einfach bis wir damit durch sind. Wir haben auch sehr viele Flüsse hier drin. Das könnten wir also mit Booten irgendwie geil machen. Müssen wir mal schauen, wie genau wir das angehen. Und ich laufe immer falsch. Raw Bonsai Trees, das ist schön. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Erfolg. Sehr gut. Das ist sehr, sehr schön. Gut, aber wir laufen jetzt erstmal. Hier ist ein Grab von Sinus. Ich glaube, ich habe schon 2, 3 Gräber von Sinus einfach gefunden. Das Traurige ist halt einfach, dass wir jetzt schon 6 Tode haben. Beziehungsweise die anderen haben 6 Kills. Das heißt, wir können es diese Woche quasi nicht mehr gewinnen.
Wobei, wir haben eh Basti GAG im gegnerischen Team. Das heißt, ich glaube, die Vampirjäger sind halt einfach in der Unterzahl. Wir müssen wirklich darauf hoffen, diese letzte Fähigkeit hier freizuschalten. Denn die killt jeden Vampir, wenn wir ihn von hinten angreifen, instant. Ich hoffe, das zählt auch für Nicht-NPCs. Weil ansonsten ist die Fähigkeit ziemlich nutzlos im Kampf gegen die anderen. Aber wenn das für Nicht-NPCs gilt, uhu, Leute, Alter, dann geht's richtig los. So, wir brauchen einen Trainer und der braucht erstmal 5 Iron Ingots. 1, 2, 3, 4, 5. Dann braucht er ein Hunter Intel, Level 5, haben wir natürlich gemacht, das können wir da reinpacken. Und jetzt können wir Level Up machen und damit sind wir Level 5. Bis nächste Woche haben wir 10 Iron Ingots und ein Hunter Intel Level 6. Hunter Intel Level 6 habt ihr eben schon gesehen, wir brauchen ein ganz normales Buch und wahrscheinlich wieder so ein Vampirbuch. Das heißt, wir müssen mal ordentlich bei den Vampiren farmen gehen. Das können wir aber jetzt aktuell, ja, könnten wir theoretisch jetzt aktuell schon machen. Kann euch theoretisch einfach mal das Vampirbiom zeigen. Da müssen wir zwar viel durch die Gegend laufen, aber das kann ich euch theoretisch mal zeigen. Ich habe vor, im nächsten Livestream, der heute Abend stattfindet übrigens, im nächsten Livestream, also quasi heute Abend, kommt vorbei auf twitch.tv, ist nicht schlimm, eine kleine Vampirfarm zu bauen im Vampirbiom. Also nichts super krasses mit viel Technik, sondern einfach nur, dass man einen safen Spot hat und die Vampire laufen auf einen zu und man kann von diesem Spot aus die Vampire angreifen und so. Das wäre doch schon mal gar formidabel und schön. Und genau sowas möchte ich halt eben bauen. Vielleicht kann man auch so einen Minecart-Track bis zur Vampir-Dinger hinbauen. Das wäre auch ganz cool. Ja, und ich muss mein Grundstück langsam mal anfangen zu bauen. Wir haben viel vor eigentlich, theoretisch. Aber ihr seht schon jetzt, Bonsai-Tree. Können wir uns auch nochmal eben anschauen. Hier ist schon, oh, 5 Sticks sind schon rausgekommen. Ja, da kommt allerlei Zeugs raus. Also auch unnötiger Kram. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Er wird auch weiter wachsen. 60. Wir gucken gleich mal, was da drin ist. 5 Sticks haben wir schon. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir für das nächste Hunter-Intel brauchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind viele Bücher. Das heißt, irgendwie sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir an Kühe kommen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt für... Ach, da ist das Ding. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein Buch. Ein Pureblood Stufe 1. Das ist auch gar kein Problem. Wir haben Pureblood. Das hier dürfte schon Pureblood sein. Ist es das? Nein, das ist nicht das Richtige. Aber wir haben noch mehr davon. Okay. Das ist auch kein Pureblood Purity. Das ist es auch nicht. Okay, wir haben noch kein Pure Blood. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall deutlich mehr Vampire farmen, um hier weiterzukommen. Das heißt, wir können jetzt noch nicht mal dieses Intel machen. Das heißt, ich warte auch nochmal ein bisschen mit den anderen Sachen. Guck mal, da haben wir schon Oakwood rausbekommen. Das hier ist übrigens ein Purifier. Den brauchen wir auch für verschiedenste Materialien, die wir herstellen müssen. Und hier ebenfalls. Wir können mal ganz kurz jetzt, wir haben ja einen Skillpoint left, wir können uns jetzt entscheiden. Wollen wir diesen Weg gehen mit Basic Alchemy? Da können wir einen Cauldron und Awesome Things craften. Okay. Wir können ins Potion-Dingens gehen oder wir können in den Hunter-Modus gehen. Jetzt können wir dann Weapon-Table craften. Genau das machen wir eben. Und jetzt können wir den Hunter-Weapon-Table bauen. Das ist dieses Teil. Das ist auch relativ einfach. Wir brauchen halt nur Eisen. Und Eisen haben wir, glaube ich, gerade nicht genug, dass wir den Table craften können. Nee, da haben wir nicht genug. Deswegen würde ich einfach sagen, Leute, schaut auf jeden Fall im nächsten Livestream wieder vorbei. Denn wir haben hier viel zu tun. Wir haben hier viel zu machen. Ich möchte hier den Bereich hier vor unserem Haus noch ein bisschen schöner bauen. Es ist schon deutlich schöner geworden. Ich möchte mein Haus endlich mal anfangen zu bauen. Dafür muss ich den kompletten Baum aber abreißen. Das werden wir aber auch demnächst mal tun. Vielleicht morgen im Stream oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir heute im Stream erstmal dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen aufleveln. Stufe 5 sind wir schon. Den Hunter-Table müssen wir mal bauen. Müssen noch ein paar andere Sachen bauen. Und ich freue mich schon drauf. Und wir werden uns wahrscheinlich wieder mit irgendwem kloppen. Aber mit meiner aktuellen Rüstung habe ich da, ja, gar nicht mehr so viel Schiss wie am Anfang. Von daher, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei. Es wird wieder cool. Wir sehen uns im nächsten Stream. Haut rein. Habt einen schönen Tag.